Wir sind fast da. Ja, okay, man darf sich also nicht umdrehen. Auch mal nett. Hab's doch schon fast gedacht, ey. Was hinter mir gehört und dann... Ui, der kommt immer näher ran. Schneller, schneller, schneller. Nein, nicht noch einer. Oh je, jetzt sind schon zwei. Oh, oh, da sieht man. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stop. Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Sarah? Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah? Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Komme! Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig.
Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Jo, und dann sollen wir mal ein bisschen zackig machen. Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So, okay, und das mit Sarah? Hat der Joel wohl langsam verkraftet. Das sind ja schon 20 Jahre her. Und hier sieht's ganz schön runtergekommen aus. Und die Tess würde mich interessieren, wie ich die kennengelernt habe. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. So, oh. Wir haben ein paar Leute gesucht. Okay, ich hoffe, da sind wir nicht dabei. Vielleicht auch noch nicht. Okay, was haben die gemacht? Oh je. Lieber nicht gucken, einfach weiterlaufen. Müssen selber mit ihrem Leben klarkommen. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Umso mehr, die sich wegschleichen. So, mich würde mal interessieren, in welcher Stadt wir sind. Also wenn hier die zwei Wolkenkratzer sich so gerade so schön aneinander kuscheln. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Na, hoffen wir's mal. Cool. Oh, das Wasser sieht auch richtig schön aus. Oder die Pfütze. Den ganzen Spiegelungen. So, dann bin ich mal gespannt. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Du Schließer! Firefly! Schieß weiter! Sie hauen auf! Na, das ist ja ein super Timing. Okay. Verdammte Fireflies. Na toll. Jetzt wieder den ganzen Weg zurück, oder wie? So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Um verarzten habe ich jetzt irgendwas zugezogen? Ist eigentlich gar nichts passiert. Verarzte mich ohne mit einem Medikit, okay? Braucht ein bisschen Zeit. Jo, da kommt nämlich der Survival Instinct dann auch mal, denke ich mal, dran. Irgendwann brauchen wir das Medikit und haben keine Zeit, uns zu heilen. So, gedrückt halten. So, come on, Joel, ist doch nichts passiert. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Super toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Jo, man sieht sich. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden.
Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ja, und ich frage, was schlimmer ist, Infizierte oder das Militär? Joe, hilf mir mal damit. Okay, Lady. Oh, Rock. Na, die Flasche. Oh, 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 ouch. Oh. Okay, die ist schon mal schön durch den Fernseher durchgeflogen. Okay. Na, dann mal ab ins Dunkel. Wow! Ui. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Oh. Wollte schon sagen, ob ich eine Taschenlampe dabei habe. So, unser Zeug. So, na dann. Na ja, sieht ja richtig lecker aus. So, haben wir ein kleines Lager. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Jo, gut so. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, gut zielen. Na, super. So, kann man nachladen? Gleich mal. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Alter, 4 Schuss nur? Okay, dann müssen wir wirklich gut zielen. So, Tess, komm her. Bereit? Und auf 3. 3! So. Und nun zieht sie mich hoffentlich noch nach oben. So, yep. Eine starke Frau. So wie ich es mag. So, oh, das wird aber ein bisschen eng. Geh weiter. Jo, Dankeschön.